Recht herzlich willkommen zur 104. Folge von City Skylines. Ja, wir haben noch zwei, sag schon, Deponien umzupflanzen, weil die da letztes Mal leer waren, wo wir aufgehört haben. Gehen wir nochmal hin, gucken. Die können wir jetzt verschieben. Und die Frage, wo wir sie hin verschieben, da gibt es keine Straße. Dann machen wir sie hier hin. Das sieht doch gut aus, oder? Da wird's auch gehen. Ich mach so. Dann kann die auch an. Wo war die Zeit? Ach, da ist sogar jetzt gerade noch eine frei geworden. Dann kommt die wohl da ein. Und die kann auch laufen. Gut, dann die verschieben. Aber wohin? Das ging letztes Mal schon nicht. Ja. So, und da war ja zu eng, weil wir die Straßen irgendwie nicht parallel gebaut haben. Ist auch doof. Ja, hier wird's gehen, aber da müssen wir noch was machen, dass es geht. Ja, ich glaube, die werden wir nicht verschieben können. Oder? Wir bauen die dahin. Guck mal, da gibt's jetzt auch keinen Stromanschluss gerade, aber das ist jetzt halb so wild. Ja. Brechen wir ab. Bauen erst noch ein paar Straßen, dass wir das machen können. Das ist jetzt die Frage, wollen wir hier weiter oder wollen wir nicht weiter? Haben wir schon Stau. Ich glaube, wir bauen hier weiter. Aber wo? Wir können schon mal hier weiter noch bauen. Das würde gehen. Das würde gehen. Und siehe da, ist ein Versatz dran. Bau das trotzdem so. Und dann verschieben wir mal da hinten das hin. Machen wir erstmal hier direkt in die Ecke und eröffnen die. So. Oder die Straße hier ist verkehrt angelegt, in Anführungsstrichen. Sieht auch so aus, als ob die schief ist, ne? Müssen wir schauen. Ich möchte aber jetzt erst die Straße noch daneben bauen, sonst klappt das nachher auch wieder nicht. Da geht das nämlich genau hin, ne? Noch eine frei? Nein, leider nicht. Gut. Ist die Frage, ob man die Straße dann da anbindet, da? Naja, kümmern wir uns mal anders drum. Jetzt ist es erstmal gut. Da können wir ein Haus abreißen oder auch zwei, die mal gebrannt haben. Was ist denn jetzt? Das. Und das. Da ist was los. Kriminalitätsrate zu hoch. Das heißt, wir haben ja keine Polizei in der Ecke. Da ist aber die Polizeiwache. Aber es gibt keinen Anschluss an die Straße, das ist das Problem. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal so. Den Feldweg hatten wir doch hier auch. Ist der schmaler, dass der da noch hingeht? Geht er auch nicht. Geht er in einer anderen Form dahin?
Geht so. Wunderbar. Ich glaube, dann kann da auch die Polizei hinfahren und dann wäre auch alles gut, ne? Gut. Weil wir da abgesägt haben irgendwann mal. Und deswegen ist da jetzt die Kriminalitätsrate so hoch, würde ich sagen. Die Flecken können wir ja nochmal gerade voll machen. Oh, hier ist gar nichts gemacht, okay. Ach, da waren die Mülldeponien, genau. Ja, was haben wir denn hier für einen Boden, ist die Frage dann, ne? Ist da was machbar? Nö, Agrar ist nicht. Das kann also zugebaut werden, einfach so. Straße hier durchziehen, oder? Grünstreifen, ja. Warte mal, dann machen wir das wieder gerade, ne? Wir bis dahin gehen. Ja. Da geht nicht mehr, weil es schon vorbei ist. Machen wir so, ne? Passt. Gute Frage, was wir da jetzt hinbasteln? Ich glaube, wir machen erstmal Industriegebiet dahin, oder? Gut. Machen wir einfach und fertig. Schauen wir mal, was da wächst oder nicht wächst. Die wollten auch. Und naja, die anderen wollen auch alle, ne? So ist nicht. Ja, guck mal, da wo die Kriminalität ist, hat sich das Gebäude jetzt auch erledigt, ne? Steht dann leer. Ist auch schön. Vorher konnten die nicht wegfahren, deswegen sind die ja nicht ausgezogen, ne? So, jetzt sieht's gerade ziemlich gut aus, bis auf hier einen Brand. Der ist weg. Da ist irgendwas mit Leichen, die nicht abtransportiert werden. Schlechtes Bestattungsunternehmen. Hier unser Bergdomizil. Hier muss irgendwie feuertechnisch noch was vielleicht passieren, kann das sein. Der Friedhof ist voll, da müssen wir gleich nochmal hin. Hier die Industrie hat auch ein Problem. Sonne geht jetzt gerade schön auf, ne? Sind das hier was brach liegt, diese Turm? Ich glaube ja, ne? Das sieht auch so runtergekommen aus. Na, da hat es jetzt wen anders erwischt. Ganz weg. So, Industrie ist gerade schlecht hier. Gut. Da oben auch noch eins. War hier nicht auch noch eins? Ja. Das weg. Da brennt es noch. Ich weiß gar nicht, ob da eine Feuerwehr vorhanden ist. Ja, Feuerwehr ist da. Und das ist noch gelöscht, ne? Sieht so aus, als ob das noch läuft. Was haben die für ein Problem? Keine Rohstoffe. Es sind mehrere, die da keine Rohstoffe haben, ja. Oh, hier sind ganz viele, die ganz andere. So, die alle weg. Es wird dunkel. Hier brennt es auch, aber da ist eine Feuerwehr da. Die sollten das in den Griff kriegen, oder? Gut. Ja, dann hatten wir was da. Da war irgendwo ein Friedhof, ne? Wo war der jetzt? Voll belegt.
Ich sehe ihn nicht. Was ist hier oben weiter? Nee. Wo war denn der bitte schön? Da. Gut, dann müssen wir das erst ändern. Und wo waren da welche, die hier hinten? Da muss hier noch ein Friedhof irgendwo hin. Gesundheitswesen, Friedhof. Ja, da oben sind nur welche, hier unten nicht. Den können wir doch hier wunderbar hinmachen, oder? Einzugsgebiet verstärkt. An der Stelle, wo wir brauchen, ist es wahrscheinlich wieder nicht, ne? Ja, hier geht's ja vielleicht noch gerade so hin. Aber danach ist schon wieder knapp. Ah, alles klar, ich sehe schon. Straße wieder aus. Den wieder aktivieren, dann funktioniert das auch wahrscheinlich alles da. Gut. Haben wir da auch weitergemacht? Was hat er für ein Problem? Oder wäre das ein Hochhaus mit kranke Bürger? Da fehlt ein Arzt in dem Sinne. Da drüben ist ein riesen Krankenhaus. Vielleicht bauen wir hier noch eine Arztpraxis hin. Aber wo? Da müsste das Haus für Weichen. Das ist die Einfahrt zu den Häusern. Hier unten lang. Oh, warte mal. Das geht ohne was kaputt zu machen. Dann ist das doch cool, oder? Dann wird das da auch besser. Schön. Jetzt müssen wir nur drauf achten. Wie sieht's hier oben aus? Das ist alles okay. Hier hinten ein Krankenhaus nebenan und doch da kranker Bürger, da auch. Ist eigentlich alles gut abgeschottet, oder? Okay, da ist ein Park. Da wird noch was hingehen. Und da geht ja auch auf jeden Fall. Ach, das ist schon gegenüber. Achso, warte mal, jetzt sehen wir. Wie nix geht, ne? Da wird's gehen. Komm, zack. Geht auch bis zum letzten Gebäude in der Reihe. Die sollten dann vielleicht auch mal irgendwann gesund werden. Gut, hier ist noch eine Reihe direkt neben der Praxis. Die ist wahrscheinlich nur auf Privatpatienten aus. Hier seht ihr ja schon was von Arztpraxen. Hier unten haben wir auch ein Problem damit. Die Arztpraxis verseucht da alles oder was? Auch schon wieder knapp, ne? Oh, hier unten fehlt es am Wasser. Wäre schon zu überlegen, da noch einer reinzubauen, ne? Machen wir mal. Und dann noch Wasser anbinden. Passt. So, das sollte alle weggehen dann, ne? Plop, 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 plop. Und auch die, die schon fast fliehen wollen, weil sie kein Wasser haben, sind. Jetzt haben wir Arbeitermangel. Nicht genügend Arbeiter. Die brauchen ungebildete Arbeiter. Hochgebildete sind schon da. Ja. Ist halt so. Da ist einer voll. Hier unten ist noch einer leer. Wer ist denn das? Ach, zwei sogar. Die können wir dann verschieben. Die machen wir mal hier hinten hin. Gut. Und die zweite kommt dann da auch weg. Jetzt echt am Überlegen, wir können eigentlich da wieder einen hinsetzen und dann da die Straßen zwischenbauen, ne? Oder auch nicht. Weiß nicht. Da. Die haben wir jetzt so gesetzt, ne? Hier geht doch noch einer dann hin, ne? Oder? Obwohl, ne, wegen hintenrum nicht mehr, ne? Der geht da aber hin. Den können wir da hinmachen, da braucht keine Straße durch. So.
Hier ist Müllwagen-Rallye. Immer im Kreis. Bis dahin ist der Stau nur. Geht eigentlich, ne? Gibt Schlimmeres. Gebäude leert sich. Da ist es leer. Passt. Läuft aber. Sieht alles gut aus, oder? Ja, wir hatten auch hier noch was vor, ne? Was wollten wir da noch hinbauen? Schönes Industriegebiet, oder was war das? Aber Industrie haben wir gerade genug. Und ja, hier, das ist, das funktioniert auch nicht, ne? Das ist, geht alles kaputt. Wahrscheinlich wegen den Rohstoffen, die da fehlen. Müssen wir dann mit der Zeit vielleicht umfunktionieren. Nehmen wir ein paar Bagger und machen die noch weg. Der war es nicht. Wo ist denn der? Weiß ich auch nicht. Warte mal. Gehen wir ja näher ran. Da brennt es richtig gut. Wir sind weg. Ja, ich glaube, wir müssen da nochmal genau überlegen, was wir da machen. Shit, der war der Falsche. Ja, das ist wegen den Rohstoffen wahrscheinlich. Gehen die deswegen alle kaputt. Da müssen wir was ändern. Gebiete. Tja, Gebiete. Das ist jetzt hier alles das Ölgebiet, ne? Jetzt mal gerade noch mal reingehen. Ich glaube, das wird immer weniger, das ist so. Wenn das leer ist, ist es leer. Hier unten, das war alles schwarz. Das ist ja jetzt auch nicht mehr schwarz, ne? Das ist, die Industrie saugt es leer und dann war es das. Schade drum. Aber dann können wir nur eins machen und das verändern. Nee, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Tja, was willst du machen? Da kannst du nur dann Mischgebiet machen. Das ist dann weg. Bleibt anders nicht über, ne? Müssen wir so lassen. Weil die meckern ja alle, dass sie das nicht haben, gehen kaputt und wir bauen wieder auf und dann geht's wieder kaputt. Ist so. Gut, okay. Die wissen's aber und, naja, wer da baut, ist selber schuld oder wie war das? Ja, das ist unser Städtchen. Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll's dann auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.